Dein Vater hast du ja ziemlich spät kennengelernt, Angie, oder? Ja. Wie alt warst du da? 25. Und warum hat das so lange gedauert? Weil ich davon nicht wusste. Das war, hatte sich so ergeben. Aha, das ist mit 25 also, kennengelernt, ja. Zum ersten Mal getroffen. Ja. Also wir haben mit deinem Papa ja auch gesprochen und also er ist heute, sag ich mal, diesem... Nein, er ist nicht da, aber diesem Styling gegenüber immer noch sehr skeptisch gegenüber eingestellt, das weißt du ja auch. Und hat auch gesagt, ah, das ist nur eine Laune, das wird schon wieder vergehen, warten wir, wenn er noch ein paar Jahre ist. Ich denke mal, 15 Jahre ist nicht unbedingt eine Laune. Das, meine Laune war damals, wo ich halt keine Lust mehr hatte, weil ich dachte, das ist es nicht. Aber ich fühlte mich da hingezogen. Das ist, wo ich bin halt gern verrückt und so und das passt so. Der Papa hat ja auch gesagt, oh, wenn die bei mir groß geworden wären, na, dann wäre das alles nicht passiert. Also ungefähr. Ist da was in der Erziehung schiefgelaufen? Nö. Ich bin zwar in der Schule viel gehänselt worden früher, weil ich halt nicht so diesem Modeklischee nachgehen konnte, aus familiären Gründen, halt, weil ich bei der Oma aufgewachsen bin und da entwickelt man dann irgendwie man wird so eigen und habe gesagt, so, entweder akzeptiert er mich jetzt so oder er lasst es. Gut, also die einen akzeptieren sie dann in die Richtung. Tina, Thema Familie liegt ja bei dir auch ein bisschen was im Argen. Ja, ist gerade in Bezug auf die Mama. Ja, also als ich so meine Ader für die Szene entdeckte, dann ging es natürlich los. Kannst du nicht mal was anderes anziehen, immer dieses Schwarze und so. Und ich habe mich mehr und mehr, insbesondere von meinen Eltern, mein Vater zwar nicht so sehr, aber meine Mutter immer mehr missverstanden gefühlt und abgelehnt gefühlt. Und ja, und irgendwann ist es halt zum Bruch gekommen, dass wir nicht mal mehr miteinander reden. Ne? Wie lange jetzt nicht mehr? Das ist ich weiß nicht genau den Tag, das war ein Freitag der 13., auch noch so klassisch. Ne? Da hat meine Oma einen Unfall gehabt, ich kann jetzt nicht, 2-3 Jahre ist schon vorbei. Ne? Hast du gar keinen Kontakt mehr zu deiner Mama? Wir sehen uns auf Familienfesten und wir ignorieren uns dermaßen, als wenn wir Luft wären. Und ich muss sagen, das bekommt mir nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es ihr bekommt. Ne? Weil ich bin die Tochter, das ist die Mutter. Ne?